Fühlen ist einfach, wenn der Immobilienpartner von Anfang bis Eigentum an alles denkt. Natascha Michera vom Kickers Fernmuseum. Und was soll man sagen, 10 Jahre Kickers Fernmuseum, ist eigentlich Wahnsinn. Was ist dein liebstes Exponat, was ihr in den 10 Jahren aufgenommen habt in die Sammlung? Oh, das kann man so gar nicht sagen, weil wir haben eine ganze Menge tolle Exponate. Das Beste ist natürlich ein Highlight, das ist die Standarte aus dem Jahr 1911. Die werden wir jetzt demnächst erst veröffentlichen. Also die ist jetzt noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Und das werden wir jetzt vor dem Saisonstart werden wir das dann veröffentlichen. Aber es ist auch wirklich eine Menge Arbeit. Ich denke, man kann mir denken, jetzt in 10 Jahren Freudentränen, Trauertränen, was überwiegt da? Ja, bei dem OFC, da überwiegen die Freudentränen, wenn es dann mal wieder aufwärts geht und nicht so viele Trauertränen fallen. Aber im Großen und Ganzen, was das Museum angeht, es ist einfach viel Arbeit. Und von daher kann man da jetzt halt von Trauer oder Freude, natürlich Freude überwiegt dann, wenn man dann das Feedback von den Leuten bekommt, die einen immer wieder besuchen kommen, die einem immer wieder was bringen, die uns danken, dass wir das überhaupt alles auf die Beine stellen. Und das ist halt die Freude an dem Museum und an den ganzen Sachen, die wir eben haben, die nicht viele Vereine haben, also so ein Museum. Also Unterstützer gibt es auch noch genug? Auf jeden Fall. Und das ist auch gut. Also da freuen wir uns. 19,01 €, ne? Wie ihr alle möglichst wisst. Für ein Jahr Unterstützung ist es auf jeden Fall wert, weil das hat einfach nicht jeder Verein. Richtig, so ist es. Also 19,01 € im Jahr, da kann man eine Patenschaft abschließen und das hilft uns ungemein weiter. Also da freuen wir uns, wenn wir da wieder neue Unterstützer kriegen, wenn da noch Leute dazukommen. Wie oft wart ihr schon im Kickers Fernmuseum? Also du seit? Ja, ich bin schon seit 10 Jahren. Nee, aber wie oft? Ach, wie oft? Im Museum? Oh je, kann man nicht mehr zählen. Also unzählige Male. Auch Unterstützer? Ja. Super. Ja, ich mache die Webseite von Kickers. Wieder ein Unterstützer, einer von den vielen, die sich hier, na gut, er steht sich jetzt nicht unbedingt die Beine in den Bauch, aber er macht die Tasten wund, ne? Ja. Er ist noch Sponsor. Und ich bin einer der Sponsoren hier. Hervorragend. Also alles Kickers-Fan-Musik. Und ihr sponsert durch Getränke? Das ist die Mama von uns. Ja. Einen der Handballer, den Kapitän der Handballer. Und was hast du da gerade in der Hand? Ich habe unser Aufstiegst-T-Shirt dabei, das für die Mannschaft gemacht wurde. Mit unseren Sponsoren drauf, die wir da noch ein bisschen, bei denen wir uns damit bedanken wollen. Und das haben wir extra fürs Fanmuseum noch unterschrieben, für die Sammlung. Das heißt, es geht jetzt direkt in die Sammlung des Kickers Fanmuseums. Genau, das geht direkt. Dann machen wir es mal offiziell. Ja, vielen Dank. Das sieht ja richtig toll aus. Und da freuen wir uns drüber, zumal ich hier auch sehe, dass unser Logo da mit drauf ist. Das ist ja richtig toll. Also das ist auf jeden Fall wieder was für unsere Sammlung. Ein weiterer Schatz im Fernmuseum, den ihr natürlich auch wieder betrachten könnt. Beim Kickers Fernmuseum jedes Wochenende bei den Spielen. Jedes Wochenende. Wie die Offenbecher Spiele. Und Fernmuseum ist genial einfach, vor den Spielen immer hinzugehen. Und macht viel Spaß. Schmeckt da die Wurst am besten? Die Wurst schmeckt mir da am besten als am Stadion. Das kann ich offen und ehrlich sagen. So sieht's aus. Auch die Warteschlangen. Man steht da über 10 bis 15, 20 Minuten, haben so 25 Minuten bei den Spielen. Aber die Wurst beim Fanmuseum ist genial. Und was ist mit den Exponaten? Wie oft hast du dir da schon was angesehen? Vieles, alles Mögliche. Es gibt sehr gute Exponate da, wie gesagt. Und das Fanmuseum hat viele Sachen, die sie auch gespendet bekommen haben. Und ich finde es einfach genial beim Fanmuseum. Michael, was soll ich sagen? 10 Jahre Kickers Fanmuseum. Hast du denn überhaupt noch die Kraft für weitere 10 Jahre? Ja, mit der Hilfe natürlich von jedem Einzelnen, auch hier Fanradio-Team, Lars Kissner, Dennis und das ganze Team von Fanradio und unserem Team. Also ist schon Respekt, was die Leute wieder hier den Weg zu uns gefunden haben. 10 Jahre hätte ja keiner gedacht, also wir freuen uns sehr. Darüber auch der
Also Zulauf von den Leuten ist natürlich sehr groß. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, ja, wie du merkst. Aber was soll ich dir sagen? Einmal Kickers, immer Kickers. Ja, aber der Respekt, den müssen wir ja dir zollen. Ich meine, beziehungsweise euch, dem ganzen Team vom Kickers Fanmuseum. Weil also erstmal 10 Jahre durchhalten, dann so viele Exponate sammeln und auch noch solche wertvollen Sachen. Also ich kann mich nur gut erinnern, ich habe die Cybertour gemacht und da hast du mir Blaupausen gegeben von den Architekten, damit ich damit arbeiten kann und die Cyber, also sozusagen das Stadion nachbauen kann. Das muss man das mal haben. Ich wüsste jetzt keinen anderen Verein, der so tief in die Materie greifen kann wie ihr. Wo kriegt ihr den ganzen Kram her? Also wir stellen natürlich das aus, was wir zur Verfügung kriegen. Da hat uns natürlich der OFC sehr damit geholfen, dass wir da einige Sachen bekommen haben von denen, gerade so Baupläne und sowas, wo beim Stadionabriss, bevor es dann irgendwo unter dem Bagger kommt, ja, sind wir froh, dass wir es gerettet haben. Und wir müssen ja zusammenhalten. Wir sind einfach Kickers Offenbach. Geilste Club der Welt, was soll ich dir sagen? Da, hey, Fanradio, wir sind einfach Kickers. Und das war ein Leben lang. Was ist dein Lieblingsexponat aus all den 10 Jahren? Oh, das kann ich wirklich nicht sagen. Dafür bin ich Sammler. Ich mag einen Aufkleber genauso wie einen Zeitungsartikel oder ein Stadionmagazin wie eine Autogrammkarte. Also ich mag alles gleich. Und das Wertvollste im Museum, sage ich immer, sind die Leute, die da mitarbeiten. Weil muss man wirklich so weitergeben, weil ohne diese Leute wäre es nicht möglich. Das heißt also auch, wenn jemand so einen ganz kleinen Schatz hat irgendwie von den Kickers aus alten Zeiten, du bist trotzdem dann dankbar, egal wie klein es ist, wenn er dir überlassen wird? Sehr dankbar. Selbst wenn es doppelte Sachen sind. Also wir tun dann austauschen, schlechtere Materialien gegen neuere Materialien oder haben auch weitere Sammler, wo wir tauschen, wo wir was weitergeben können. Also wir archivieren alles und probieren es lückenlos irgendwann zu haben. Natürlich noch ein weiter Weg, aber wir sind schon gut bestückt. Also wenn wir jemand helfen können, gern zu uns kommen. Super. Erstmal nochmal vielen Dank nochmal. Respekt dafür. Wirklich 10 Jahre. Ich bin auch stolz, dabei geholfen zu haben und ich bin wirklich froh, dass es das gibt. Ich wohne in Berlin, ich muss es euch wirklich sagen, und für mich ist der Besuch im Kickers Fanmuseum ist ungefähr so, als ob ich in die Vergangenheit eintauchen würde. Was soll ich sagen? Ne? Wenn es das nicht gäbe, dann würde ich die Hälfte der Geschichte des Vereins nicht kennen. Ja? Und wir haben es dem Freckel zu verdanken und der Natascha und dem ganzen Team, ganz vielen Leuten, die hier rumstehen, sich die Beine in den Bauch stehen, in diesen Hütten hier das alles organisieren, und es ist super, dass auch viele Leute hierher gekommen sind. Und übrigens, das ist noch ein Tag. Ja, also wir sagen auch nochmal Danke an alle Unterstützer in den 10 Jahren. Ohne jeden Einzelnen, vom Getränk bis Essen bis ehrenamtliche Mitarbeit, wäre es nicht möglich. Und dann natürlich an das ganze Fanradio-Team auch nochmal 1000 Dank. Und wie gesagt, einmal Kickers, immer Kickers, die kriegen uns nicht mehr los, gell? Offenbach, ich will